konnte es nicht mehr installieren. Ja. Da war sogar noch ein bisschen Schokolade drauf oder so. Aber Aber die kam nicht das von war mir. auch von deinem kleinen Bruder. Ach du Kacke. Boah, ich habe einen Freiflugschein. Wie geil. Und Gothic 3 so ein Drang, das zu kaufen, würde ich auch nicht sagen, dass ich das so habe. Das ist in der neuesten Computer wird spielen, oder? Ja? Hm. Jetzt? Ja. Voll gut, noch. Ich glaube, ich hol's es mir morgen. Ja, du bist doch so ein Magazin-Freak. Hast du sie geholt? Ne, ich hab die normale Edition hier. Hm? Das ist eine Ach Extended. so. Wie viel kostet eigentlich diese Magazine? Keine Ahnung. Du bist doch ex. Einfach rennen, Hm? fertig. Rennenwagen und fertig. Ist nicht viel. Nein, Ich hab ich so. meine das nur, weil die Spiele, die damals 5 oder 6. gekostet haben, sind jetzt sozusagen fast kostenlos. Ja, vor allem wegen Computerbildspiele macht immer jetzt so eine ab 18 Version ran. Ja. Aber musst halt mit Posti dann dich ausweisen. Okay. Und dann kannst du es aber downloaden. Ich muss es gucken, weil ich hab mal wieder Bock gekriegt, Gothic zu spielen. Schon allein wegen diesen hier, das Einzige, was ich gemacht habe, wo ich das mal gespielt habe. Nein, 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 nein. Cheaten hast du angefangen, mich damit anzustecken, und das war bei Far Cry. Fuck, Bei Far Cry habe ich echt? wegen dir das erste Mal in meinem Leben gecheatet. Weil du die ganze Zeit meintest, ja, dieser Non-Clip-Cheat, der ist ja so geil. Du kannst überall hinfliegen. Okay, dann habe ich es mir gemacht. Und ab da an hat meine Cheater-Karriere angefangen. Das hat aber bei GTA San Andreas aufgehört und seit da an habe ich auch keine Cheats mehr benutzt. Nee, da habe ich das aber auch schon noch gemacht. Oh, ist heute immer noch. Du Cheater. Cheaten? Wenn ich keinen Bock habe jetzt. Also wenn ich das Spiel schon einmal durchgespielt habe, dann benutze ich es halt. Cheaten ist nicht cool. Okay? Ist nicht Und cool. nicht, ne. Online ist nicht cool. Was? Online ist nicht cool. Sonst kann man ganz schön viel Spaß damit haben. Kommt drauf an, bei welches Spiel. Also bei Just Cause war lustig. Da gibt's Cheats. nee, du musst dir deine Waffen oder so umschreiben. Ach so. Also mit dem PC. Ah. Ja, ich hab's auf Konsole gespielt. Da ist ja jetzt ein Multiplayer auch raus, Auf voll Konsole? geil. Nee, PC, Ach so. Alter. Ja, habe ich auch mitbekommen. Voll geil ist der, ey. Ja, ich könnte mir Just Cause runterladen. Könnten wir mal anzocken. Ja, hast du ja, oder? Das hast du doch, oder? Ja. Und könnte man zocken. Aber was ist daran so gut? Alle mögliche. Also du hast da jetzt verschiedene Sachen dazu tun. Könnte man irgendwie ein bisschen so vergleichen mit GTA Online. Ach Nur so, halt und ein du bisschen. magst GTA Online nicht. Wir Nee. sprechen gleich, mein Freundchen, darüber. Wir sprechen gleich. Ja, okay, was kannst du denn da so Besonderes machen? Ja, ist halt ein bisschen durchgedreht. Du kannst dein eigenes Auto an einen Jet vom anderen ranklatschen und dann durch die Gegend fliegen. Ja, das kannst du auch in der Story, Singleplayer. Ah, da kannst du. In echt! Bei GTA kannst du das auch mit dem Carbob. Wow. Aber. Ja. Das ist ein Heli. Ja, das ist ein Heli, da kannst du halt Fahrzeuge mit abschleppen. Aber so kannst du dann einen Jumbo-Jet dran machen oder so. Ja, aber ein Heli ist cooler. Hast du da auch? Ja, aber GTA ist trotzdem cooler.
Oh, eingeschlafen. Eins ist blöde, was daran ist, da sind keine, oh, was mir hat. Da sind keine, Passanten. Echt? Wen soll man dann umbringen? Ja, die anderen Typen. So wie San Andreas Multiplayer. Ah, okay. Gibt's auf der Rollenspielserver an, was ihr seht. Muss ich mir mal anschauen. Stimmt, das wäre wahrscheinlich ein besserer Vergleich. Ja. Hier, Ryzen 2, hast du das gespielt? Ja, aber irgendwie fällt das nicht so. Ich habe ja gehört, das soll irgendwie ähnlich sein wie Gothic. Ja, könnte man sagen, aber Piraten. Ist nicht so. Und das sagst du zu einem Piraten? okay, wie lange dauert der Level noch? Ich hab keine Ahnung. Ich hab mir den nicht so lang geholt. Ja, ich auch nicht. Hier. Wie kommen wir hier weg? Indem wir alles töten. Ist doch bei Sims dann immer. Boom. Und ah. Bist schon wieder tot? Nee, noch nicht. Boah, ich finde die Kanone so geil. Bei dem brauchst du ja noch nicht mehr aufladen. Das ist so tot. Ach, musste man sie aufladen? Bei den roten Robotern musst du sie aufladen. Komplett. Oh. Ich habe sie gar nicht aufgeladen, ich habe sie nie aufgeladen. Da hier, da brauchst du eine volle Aufladung, um dich zu töten. Boom. Dann fliegt die auch schneller, also. Nicht so lahmarsch. Boom. Oder doch nach dem Level dann aufhören? Hm? Nach dem Level dann aufhören oder? Was würdest du denn sagen? Ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht so genau, wie groß das jetzt schon ist. Ja, deswegen, das. Warte, 1 Gigabyte? Nee. Eine Minute 10 Gigabyte? Warte? Nee, eine und? Minute 1 Gigabyte, glaube ich. Eine Minute 1 Gigabyte? Bist du sicher? Ich denke schon. Also, schon 60 GB haben wir drauf. Mehr. Ne, wir sind jetzt bei 1,20. Okay. 1,25. So, wollen wir jetzt hier aufhören, oder? Ich kann ja mal gucken, wie groß es ist. Ja, mach mal. Ich hoffe, es bricht jetzt nicht alles auseinander. Das wäre geil. Nein, das wäre nicht geil. Oh, 175 GB haben wir jetzt. Okay, ich glaube, das ist bester Zeitpunkt aufzuhören, Hund. Scheiße. Weißt du was? Das. Ich glaube, das, was ich gesagt habe, ist eingetreten. Nein. Sie ist jetzt abgestürzt. Ah, jetzt steht bei mir, hurra, die geteilten Spiele von Ding, Ding, Ding. Juhu. Okay, alles klar, Leute. Hier war MyGames mit den Let's Play Together, Serious Sam Second Counter, habt ihr auch bemerkt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, schaltet ein. Dennis verabschiedet sich noch. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.